Hallo, ihr Rebellen und Rebellinnen da draußen. Hier bin ich wieder, Ralf Hing IP, mit einer weiteren Folge. Ralf und die Maria. Und warum zur Hölle liegen da Leichen hinter mir? Ja, und nicht wenig, ne? Hier. Da vorne hat ein Rucksack. Kann ich denn... Nee, wahrscheinlich nicht. Kann wahrscheinlich keine Rucksäcke von Leuten nehmen, oder? Die da wohnen. Ich glaube, man kann keine Leichen looten. Ich glaube, das ist sogar nicht erlaubt. Wenn ich mich nicht täusche. Ach Gott, ey. Nein, da machen wir es mal lieber nicht. Ja? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Leichenlooten ist verboten. Aber hier geht es immer richtig ab. Also in der letzten Folge wurde ich überfallen von so ein paar Aufmüpfigen. Die haben ja auch die Mütze geklaut. Guck mal hier. Steht, Alter, was hier an Sachen rumstehen, ey. Ja, hier muss ich auf jeden Fall wieder weg. Oder ich baue eine Gang oder so. Ich bin im Übrigen auch so schwer am Schwitzen oder was auch immer ich gerade mache. Meine Ausdauer ist völlig am Eimer, weil ich keinen Rucksack mehr habe. Den haben sie mir auch geklaut in der letzten Folge. Aber ich habe es überlegt. Überlebt. Nicht überlegt, sondern überlebt. Und wurde aber ganz schön beleidigt, ja. Und die haben mich wegen meinem Akzent beleidigt. Die haben meinen Hut mir weggenommen, meinen Rucksack mit den Werkzeugkisten drin. Also das ist schon alles ziemlich ätzend so. Aber ich lebe noch und ich habe mein Marihuana noch. Wird es nur, wenn ich zurückfahre, wenn ich das Geld hab, im Rucksack habe und nicht überfallen werde, gehört denen auch noch die Kohle. Dann wäre ich schon ein bisschen dazu geneigt, Rache ausüben zu wollen. Boah, ich muss so aufpassen, dass ich jetzt nicht Jungs dagegen fahre, Leute. Ich habe nicht mal ein Repair-Kit mehr dabei. Ich habe mal nichts mehr, die haben mir alles weggenommen. Aber ich glaube, oh nee, man steht da schon wieder rum. Okay, der steht aber nur, oder? Das ist nur ein Schrottauto. Ja. Aber ganz ehrlich, es ist ganz schön heiß hier. Ich auch noch einen Helikopter. Super. Okay, da vorne ist wieder ein Helikopter. Ist aber ein Ara-Helikopter, ne? Sieht aus wie. Ein leckender Ara-Helikopter. Der kann auch rückwärts fliegen. Hat er gerade eine Sirene an oder so? Okay, mal schauen. Ist gerade irgendjemand beim Drogentoni hier? Der hat mir nicht die Mütze geschenkt. Sieht nicht so aus. Ist schon mal ein gutes Zeichen. So, Herr Drogendealer. Verkaufen wir mal 10 Marihuana. Wir nehmen so viel Marihuana, wie wir können. Oh Gott, nur 6, ey. Ganz ehrlich, wenn jetzt so ein blöder Helikopter da kommt und der da runterkommt und mich überfällt, ey, dann habe ich einfach Pech gehabt. Ich habe keine Zeit nachzugucken. So, warum dauert das so lange mit dem Stauraum? Oh Gott, das ist dreimal schön. Was willst du denn machen, ey? Irgendwie musst du Geld finden. Ja, was denn das für Helikopter jetzt auf einmal? Bei mir, da, was ist da los? Scheiße. Warum sind denn da so krasse Helikopter? Warum lecken die so? Ich will die nicht überfahren. Aha! Was sind denn das für Leute? Geilige Scheiße, was ist da los? Das sind drei einfach von denen. Das ist ein Verarsch, ich halt das hier raus. Hallo? Guten Tag. Wurde beraubt aus meinem Rucksack und meine Mütze. Haben mir solche Penner mit die rot-schwarze Klamotten geklaut. Und ich wollte nur Kräuter kaufen für die Pizza. Scheiße, Leute. Hallo? Lauter Helikopter hier. Super, ich bin dabei. Ah, ich habe eine einzige Pizza habe ich noch. Diese Pizza ist aber leider nicht verkäuflich.
Aber wir haben noch Speck im Angebot. Grüßt euch! Alter fucking Schwede, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist es in Ordnung, wenn ich mich kurz hinlege? Ich habe ein bisschen Angst. Warum liegen denn jetzt alle da? Are you kidding me, Alter? Was zur Hölle ist? Was ist hier los, Leute? Die Maria ist ein bisschen verwirrt gerade. Ich glaube, ich stehe wieder Mensch, auf. Peter, richtig alle Preise, die Maria! Heilige Scheiße, ey. Alle Preise, die Maria! Ah, ich bin nicht die heilige Maria. Ich habe nichts mit die Jesus zu tun. Ich bin nicht die Maria. Das ist nicht, bin ich. Jungs. Was zur Hölle? Ihr wisst doch wieder, wie das geht. Ihr wisst doch wieder, wie das geht. Alter, was zur Hölle? Ihr wisst doch, wie das geht hier. Gib mir ein G. 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 Ich hab sowas noch nie erlebt, Leute. Ich dreh zusammen. Ja, M. Ich war das nicht. Ah, ich habe etwas Geld dabei, wenn Sie Geld brauchen. Ich kann Ihnen mein Geld geben. Auto. Vorsicht, mein Auto. Keine Automatik, Vorsicht, keine Automatik. Sie schießen auf mein Auto? Ja, wir haben ein paar Ersatztreffen in den Helis. Wir haben keine Chance zu aussteigen! Wir sind umstellt! Endo! Hallo! Ich bin die Maria! Wir werden vorläufig überfallen! Vorläufig überfallen! Ich bin allergisch gegen Schüsse. Entschuldigung, mein Name ist Di Maria und ich verkaufe Pizza. Oh, Pizza. Ja, ich verkaufe Pizza. Hier ist heute heiße Pizza im Angebot. Sie sind gleichzeitig auch noch Clown. Sie haben hier sehr viele aus einem Auto aussteigende Personen. Nein, das täuscht. Das liegt nur an die scharfe Peperoni, die wir gegessen haben. Scheiße, Mann, welcher der Moritz ist mein? Täuscht. Achtung, Rauch! Das ist der Party! Oh, ja! Stirb! Stirb, du Sau! Alter, Leute, was? Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin echt... Also... Auf so einen Haufen Leute, guck dir mal die Hubschrauber an. Gute Frage, Bratwurst? Ey, da drüben auch sind 1, 2, 3, 4, 5. Wer hat denn jetzt eigentlich, 7. Wer hat denn jetzt hier von dem Mann die Karre kaputt geschossen? 9 oder 10. Ah, ich habe keine Ahnung, ich habe leider keine Wertungskosten. Wir reparieren alle auf einmal das Auto. Wir reparieren alle das Auto, los geht's. Ich hab dem Rotschop das Handy geklaut. Dann müssen wir das Auto reparieren, Leute. Oh, das ist... Sehr hilfsbereit, Truppe, danke schön. Danke, sehr, sehr hilfsbereit. Was zur Hölle, Leute, das geht denn ja ab. Oh, der Rauch erlichtet sich. Oh. Festzieh die Dinger und fertig! Oh, das ist aber gute Arbeit. Jawoll! Haben wir was zu essen? Danke schön. Essen, bitte. Ah, ich habe noch ein bisschen Speck. Ich würde gerne Pizza kaufen. Aktuell haben wir leider nur noch eine Pizza und die ist auch ein bisschen lapprig. Ich habe aber Speck in die Hosentasche. Ich kann gar nicht ausgeben. Okay, ich will auch ein bisschen Speck nehmen. So. Wer ist denn das von denen hier? Können Sie mir aus dem Rotschopf eine Pizza machen? Aber Sie müssen aufpassen, das ist eine Schweinespeck. Vorsicht. Ich weiß ja nicht, ob Parker ein Schwein essen darf.
Aber ich da kenne seinen Namen nicht. Ich hatte eine kurze Frage. Boah, ist der geil, ey. Können Sie sich vielleicht bei mir kurz vorstellen, wer Sie sind? Holt euch alle ein bisschen Speck. Holt euch alle Speck. Wenn ich für meine Kollegen sprechen darf, das ist die Gang. Die Gang. Ich verteile ein bisschen Speck. Das ist eine Werbegeschenk von Di Maria an die Gang. Ich bedanke für Ihre Hilfe, die Autoreparatur. Und wir haben bald eine neue Pizza in die Angebot. Ist er mit Kräuter, die ich gerade... Ich habe nichts bekommen. Oh, Entschuldigung. Könnten Sie sich vielleicht in eine Reihe aufstellen, dass ich bessere Kontrolle über Verteilung habe? Dankeschön. Ey, vorgedrängt wird nicht. Keiner lässt einen fahren, ja? Keiner einen fahren lassen hier. So, einer noch Blick. So, bitteschön, wie ist Ihr Name bitte, der Herr? Guten Tag. Was geht Niklas an? Kein! Ich muss Ihren Namen wissen, damit ich Ihnen geben kann, die Speck. Die Name bitte noch einmal. Der Herr Roland, okay. Schneller Roland. Heiliger schneller Roland. Geben. So, Herr Roland, ich wünsche Ihnen einen so guten Appetit und lassen Sie sich schmecken, die gute Speck von die Tonne. Dankeschön. So, der Nächste bitte. Guten Tag, wie ist Ihr Name? Guten Tag, Luft. Ah, Herr Luft, guten Tag, das ist ein schöner Name, Sie haben. Moment bitte, eine Speck für Sie. Alter Wahnsinn, ich hab gleich nichts mehr. Das ist echt beschissen, ey. So, Herr Luft, dann wünsche ich einen guten Appetit. Danke, dass Sie in die Straße verkauft von Di Maria waren. Guten Tag. Tschö. Hallo. Ich bin Jumbo Brown aus Afrika. Sie sind aus Afrika, das sieht man Ihnen aber nicht an. Sie haben eine schöne Busch in die Gesicht. Guten Tag, Herr Jumbo Bawana. Er kommt aus Afrika, ist der Stammesführer. Oh, gut, Moment. Ja. Oh, guten Tag. Ich bin König Jumbo Bawana. König Jumbo Bawana. Kommen Sie aus der Region aus Kenia? Haben Sie kenianische Wurzeln in die Gesicht? Zimbabwe, habe ich gesagt. Oh, Entschuldigung. Zimbabwe. Nein, dann dürfen Sie keine Speck essen, das tut mir leid. Wow. Das wissen Sie aber selbst. So, guten Tag. Tut mir leid, ich möchte Ihre Religion nicht beschimpfen, Sie wissen. So, wer ist die nächste Person in der Linie? Guten Tag. Ich bin der Fat Joe. Der Fat? Oh, nee. Kommst du in den Knast? Nein. Kommst du in den Knast, dann zieh ich dir ein Röckchen an. Nein, Sie wissen aber auch, dass der Fat Joe schon genug Fett an die Körper hat und dieser Speck ist nicht gesund für Sie. Nein, das arbeite ich täglich ab in der Duschkabine, können Sie mir glauben. Ah, ganz kurz, bitte noch, ganz kurz, die Herren dahinten, Sie haben schon Ihren Speck bekommen, nicht bitte noch einmal anstellen, danke. Oh, ich will Speck. Scheiße, was gebe ich denn jetzt? Ich muss meine Freunde nach vorne bringen. Fat Joe hier geben. So, Herr Fetter Joe, hier eine gute Speck von die Toni. Wünsche einen guten Appetit, lassen Sie sich schmecken. Dankeschön, grazie. So, wer ist die nächste Person in die Linie? Oh, Sie packen aber fest, du Mensch. Mein Name ist Chris Cocaine. Die Toilette benutzt der Drogendealer. Okay, guten Tag. Hallo. Haben Sie schon gehört von unserem Angebot in die Sofia, in die Pizzeria? Gibt es jetzt ein neues Angebot? Scheiße, wie heißt der? Kokeada, hier. So, geben. Ah, das ist eine neue Pizza, haben wir entworfen. Ist mit die Specke und Kräuter, die wir haben geholt aus die Höhen des Gebirges. Ich habe eine schlechte Nachricht an die Kollegen von Ihnen aus die Gang. Die Speck ist leider aus. Das tut mir wirklich leid, die Herren. Nein, entschuldige Sie. Ich kann besorgen neue Speck für Sie. Alles, nein. Nein, bitte nicht böse sein auf die Toni. Nicht auf die Toni, auf die Maria. Sehen Sie, ich bin schon total durch die Knallfrösche hier. Ja, das ist richtig frech von mir. Jungs, kurz Ruhe bitte. Herr Alfonso Di Maria. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ludrox. Ich bin hier Bürgermeister auf dieser Insel. Oh, guten Tag. Und
Sie haben einen Antrag auf eine Pizzeria gestellt. Ja, ja, ich hätte auch noch eine Frage bezüglich die Gewerbesteuer. Müssen wir bezahlen Gewerbesteuer an die Sophia, weil die seine Scheißloch? Ja, lassen Sie Gewerbesteuer mal erstmal Steuer sein, ja. Okay. Würden Sie jetzt gern einmal zu einem bestimmten Ort bringen. Okay. Das ist für Sie okay. Okay. Ja, ich habe meine Fahrt gerade gemacht. Ich habe die Freizeit gerade. Ja, genau. Und die sich umdreht. Hilfe. Gut, folgendes, wir müssten sie nämlich mitnehmen, einen unserer Mohawks, sie können sich einen von den 10 aussuchen. Oh, okay. Das ist aber nicht sehr freundlich. Und ich würde sie bitten, einmal auf unseren Funkkanal zu wechseln, wenn das für sie okay wäre. Das sollte keine Probleme darstellen. Verständigung. Ja, aber sie müssten mir nur sagen, okay, wie Kanal ich das ist der folgende. Tue. Gott, ey, was haben die mit mir vor, ey? Das ist der Funkkanal lootrocks.de über die Anwendung Teamspeak. Okay, ja, verstanden, ja. Sind Sie herzlich eingeladen. Okay, ich werde mich dort sofort einfinden, ja? Jawohl. Sie müssten mir aber... Sind auch in guten Händen, wir passen auf Sie auf. Ja, Sie müssten mir nur eine kurze Pause gönnen, da ich eine kurze Unterbrechung mache, da ich ein bisschen, Sie wissen, ich bin verschwitzt, muss kurz in die Auto, werde mir ein Erfrischungstuch in die Nacken schmeißen und dann geht es auch gleich weiter. Jawohl, sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie da sind. Ich bin dann sofort auf diese Gerät mit Ihnen in die Kommunikation. Einen Augenblick und bis gleich, die Herren. Ich muss kurz zu meinem Auto. Leute, das wird noch ein längerer Tag, ich sag's euch. Das wird noch richtig was. Hallo? Also, Lootrocks ist, soweit ich weiß, einer der Admins, der Bürgermeister, ja, und heilige Scheiße. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder auf dem Server Team Elan. So, was für eine krasse Folge, ey. Holy shit. Oh, da wurde ich rausgehen. Oh, oh.